Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Max hat seine Stimme zurück, mein Hals tut nicht mehr weh, ich kann wieder sprechen und dementsprechend geht es heute weiter mit dem FIFA 15 Karrieremodus, nachdem gestern schon eine Episode kam, aber heute geht es ja weiter mit dem normalen Uploadplan und da ist das nun mal leider drin, was heißt leider. Gut für euch, gut für mich, denn ich habe Bock drauf und deswegen spielen wir heute auch direkt weiter und wir haben in der letzten Episode alles gewonnen, soweit ich mich erinnere, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Wenn es so ist, dann ist das sehr gut, wenn es nicht so ist, ist es auch nicht so schlimm, denn in dieser Episode haben wir natürlich wieder die Chance, vieles zu gewinnen und mal sehen, wie das Ganze laufen wird. Ich suche gerade verzweifelt nach Laporte. Ich finde ihn nicht, da ist er. War Geis nur auf der Reserve? Okay, ist eigentlich vollkommen egal, weil fit ist er eh nicht. Gut, Chambers geht nochmal raus und dafür kommt Daryl Yamal rein und Kurzawa für Romagnoli, weil Mendy ja noch verletzt ist. Ansonsten müssen wir nicht viel ändern. Vielleicht nochmal Chamberlain reinbringen für De Jong, der nicht besonders fit ist. Vielleicht nochmal einen Smith reinwerfen für Chambers. Und vielleicht auch nochmal ein, obwohl ist Aarons nicht. Guck mal, Aarons ist 21, Birimana ist 23. Ja gut, ne? Also wir haben jetzt Chamberlain, wir haben Smith, wir nehmen da nochmal einen Offensiven mit und zwar Aarons, ja? Wir nehmen mal Aarons mit für den guten Young. Young ist zwar in Topform, aber ich denke mal, mit Aarons klappt das schon ganz gut. Dann haben wir eine, Sechser brauchen wir noch, ein Sechser, ja gut, Sippel. Und dafür kommt Birimana auch noch auf die Bank, wobei, nee, eigentlich nicht, dafür kommt, De Jong auf die Bank, wenn wir einen kopfballstarken Spieler brauchen. Gut, dann würde ich sagen, das ist unsere Aufstellung und ich weiß gar nicht mehr, gegen wen wir spielen. Ich glaube, gegen Bordeaux war es in der Champions League. 0-0 das Hinspiel, das heißt, wir müssen gewinnen. Andererseits 0-0 würde uns in die Verlängerung Elfmeterschießen reißen. Das wollen wir natürlich nicht. Also, alles auf Sieg. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Nach dem 0-0 im Hinspiel würde Girondin Bordeaux ein Unentschieden reichen, wenn man ein Tor schösse im St. James's Park gegen Newcastle United. Die, ja, McPies hatten es nicht fertiggebracht, in Frankreich zu treffen und dementsprechend aufgrund der Auswärtstorregel wäre es möglich für Bordeaux, sich hier fortzukämpfen ins Viertelfinale der Champions League, in dem dann ein sehr starker Gegner warten könnte. Wer das werden sollte, entschied sich natürlich auch am heutigen Abend, aber zunächst einmal war wichtig, selber einzuziehen. Trotzdem war das natürlich nicht so einfach, denn ein Tor im St. James's Park, vor allem gegen sehr motivierte McPies mit der Unterstützung der Toon Army, ist immer nicht so einfach. Vor allem, wenn man so eine Choreografie sieht, da ist man schon mal leicht eingeschüchtert. Die Männer um Carrasso waren natürlich trotzdem mit dem Auftrag hier angereist, weiterzukommen und das wollten sie auch erreichen. Wenn man sich die Aufstellung der McPies allerdings anguckt, dann sieht man schon, die ist deutlich namhafter als die der französischen Vertreter. Im Tor Begovic, Jan Mazzané, Laporte und Kurzawa in der Verteidigung auf der 6. Ja, da spielt ausnahmsweise mal Stindl mit Sippel zusammen und nicht mit Geis. Vorne Cabella und Thauvin und in der Spitze Wissamen Yedda und Zlatan Ibrahimovic. Also das Top-Duo, zumindest wenn man danach geht, dass Ibrahimovic der momentane Top-Torjäger der Premier League ist und Ben Yedda in den letzten beiden Jahren war. Bei Bordeaux, Carrasso, Norsal, Dampalois und Sané in der Innenverteidigung, Contento auf der Linksverteidigerposition, der Ex-Münchener Sertic, Dalmeida auf der 6, vorne Roland, Wada und Jigler hinter Diabaté. Der Senegalese sollte auch heute wieder für Kopfballgefahr sorgen. Vor allem natürlich stand Sané im Mittelpunkt, denn sein Bruder ja auf der anderen Seite neben Aymeric Laporte aufgeboten und diese beiden wollten natürlich das Bruderduell für sich entscheiden. Die erste Chance der nach knapp 7 Minuten an der Ecke auf Sané. Da kommt aber nicht ran und dann Sippel aus dem Hintergrund nach der Abwehr von Carrasso. Es war zumindest die erste Chance der Partie durch den jungen Deutschen. Es blieb beim 0-0 und dann kam es mal zur ersten Szene von Bordeaux, die allerdings hier von Sippel verursacht, naja, nicht besonders gefährlich werden sollte. Contento, der andere Deutsche auf der anderen Seite mit der Freistoßflanke, Dalmeida wäre da, aber zwei Leute springen daneben und im Endeffekt kommt er nicht mehr an den Ball ran. Allgemein sehr, sehr, ja, schwache Angriffsbemühungen nur bei Bordeaux und dann kam Sané. Nee, der Auftritt, der Ober selber den Ball macht einige Meter, wird nicht angegriffen, der Ball auf Ben Yedda ist perfekt getimt, der ist im 16er, Sané kann nicht mehr stoppen, 1-0 für Newcastle, 35. Spielminute, wir werden nicht in die Verlängerung gehen, denn das entscheidet hier, dass entweder Newcastle weiterkommt oder bei einem Unentschieden oder Sieg. Girondin Bordeaux, was für ein Lauf von Salif Sané, da lässt der Lamine ganz alt aussehen mit diesem Pass, kommt nicht mehr ran an Ben Yedda und es steht 1-0. In der Folgezeit versuchte sich Bordeaux dann wieder nach vorne, allerdings sah das meistens nicht besonders gut aus, hier mal Dalmeida mit dem Ball auf Sertic, der auf Diabaté, aber das war nie wirklich effektiv, denn sie kamen nicht vorbei an der Defensive. Der McPies, wunderbare Klärungstat hier von Thauvin, dem ehemaligen Mittelfeldspieler von, ja, Magey, dementsprechend einem Ligakonkurrenten. Sertic hier mal mit der größten Chance im ersten Durchgang für Bordeaux, aber es blieb, ja, beim 1-0 in der zweiten Halbzeit, gab es dann den ersten Torschuss bereits nach einigen Sekunden. Die Flanke in die Mitte, da kommt noch niemand so wirklich ran, der Ball wird erstmal geklärt, Sippel dann, und dann kommt Roland auf Diabaté, der Doppelpass mit dem Senegalesen, der Kopfball vom Senegalesen und Begovic muss erstmals eingreifen, das war eine richtig gefährliche Aktion hier vom kopfballstarken Mittelstürmer, danach passiert aber lange Zeit nicht mehr, bis zur 80. Minute, dann Laporte hier mit dem doppelten Fehler, der Ball kommt in die Mitte vom eingewechselten Kasri auf Diabaté, der legt nochmal ab auf Sané
Und der Bruder von Salif macht hier fast das 1:1 und die unentschiedene Entscheidung quasi. Bordeaux wäre damit ja, ins Achtelfinale, nicht mehr ins Achtelfinale, sondern ins Viertelfinale eingezogen. Der Eckball von Sertic abgewehrt dann aber. Und da ist Salif Sané. Und der spielt auf seinen ehemaligen Teamkollegen Stindl. Und der hat eine wunderbare Idee. Der läuft nämlich einige Meter. Und auf der anderen Seite sehen wir schon Ibrahimovic und Oxlade-Chamberlain eingewechselt. Ibrahimovic verlängert auf den Engländer. Der ist schnell, schneller als Contento. Die Flanke in die Mitte ist perfekt. Ibrahimovic ist da. 2:0, 85. Spielminute. Die beiden Stürmer treffen und bringen Newcastle United und damit Trainer MGT und die Tune Army ins Viertelfinale der Champions League. Was für ein Konter. Wunderbar vorgetragen von den Engländern. Und es war die letzte Szene der Partie. Bordeaux über die gesamte Spiele einfach zu ungefährlich für das Tor von Asmir Begovic. Und auf der anderen Seite Newcastle United gnadenlos effektiv in Persona von Zlatan Ibrahimovic und Wissam Ben Yedder. Die beiden mit einem sehr, sehr guten Spiel. Dieses Sturmduo ist auf jeden Fall auch was für die Liga. Mal sehen, wann diese beiden das nächste Mal auflaufen. Ich meine, hab ich mir gedacht, dass die Effektivität nicht gut genug ist? Ja gut, das habe ich, aber es war im Endeffekt ein sehr souveräner Sieg gegen Girondins Bordeaux und ich hoffe, dass wir nicht gegen Real Madrid spielen müssen, die 4-1 gegen Anderlecht gewonnen haben im gesamten Ergebnis, sondern lieber gegen Barcelona, BVB, Atletico, Bayern, Roma oder Juve. Okay, also kein Außenseiter mehr und wir haben nur noch richtig, richtig starke Gegner jetzt im Turnier. Mal sehen, was das werden wird. So, wir verpflichten hier den Adria, wir verpflichten den Orkan. Wir haben zu viele Spieler in der Jugendmannschaft und wir haben so viele gute hier im Dings. So, Jugendmannschaft, wen können wir hier rauskicken? Ihn können wir auf jeden Fall schon mal rauskicken. Ansonsten eigentlich niemanden. Wobei, ihn hier können wir auch rauskicken. Und dann verpflichten wir noch ihn hier und ihn hier. Zumindest Probezeit quasi. Alter Schwede, unsere Jugendmannschaft ist ganz schön voll. Wir werden auf jeden Fall im Sommer nochmal einige dazu holen. Natürlich damit Newcastle hier, ne, und so. Kriegen 4,7 Millionen Transferbudget dazu, haben das Spiel vorgezogen bekommen auf den 1. April gegen Cardiff City. Das dauert noch ein bisschen, vorher geht es in der Europameisterschaftsqualifikation mit Portugal weiter. Und das hat sich anscheinend gerade aufgehangen. Das wäre jetzt nicht so schön, deswegen speichere ich mal vorsichtshalber. Vielleicht ändert es sich dann wieder. Wenn nicht, dann muss ich hier kurz mal rausgehen und wieder reingehen, dann seht ihr das jetzt. Aber es scheint wieder zu funktionieren. Wir sind ja Belgien, ne? Warum sind wir Belgien? Warum habe ich das gemacht? Ich Fischkopf. So, De Bruyne, geht mal raus. Dafür kommt... Ja, doch. Malanda. Malanda geht raus. Vermaelen kommt rein. Und Company, ja. Company brauchen wir halt, ne? Wobei... Stellen wir Vertonghen hin und stellen dann Pocconioli auf links. Das passt schon. Gut, gegen Portugal simulieren wir natürlich wieder. Ist gar keine Frage. Alles andere wäre nämlich nur Zeitverschwendung. So. Mal sehen, wie das laufen wird. 1:0 gewonnen. Jawohl, durch Mertens. Hazard hat sich verletzt. Ich weiß noch nicht welcher. Ich hoffe, der... Torgan, ja, okay. Das ist eigentlich schlecht, weil wir haben keine Außenspieler. Aber doch, Quatsch, keine zentralen Spieler, aber De Bruyne ist jetzt wieder fit. Von daher haben wir ja doch welche. Besser als wenn ich so andere Hazard verletzt hätte, auf jeden Fall. So, De Bruyne kommt mal wieder rein. Ha, Lukaku geht mal in den Sturm für Benteke. Malen geht mal raus für Kompany. Und Cavanda kommt mal auf rechts für Alderweireld. Nee, wir lassen das mal so. Gut, dann spielen wir das nächste Spiel noch gegen Tschechien, beziehungsweise simulieren das nächste Spiel noch gegen Tschechien. Mal sehen, wie das laufen wird. Das dürfte jetzt eigentlich ja noch einfacher werden, weil zu Hause und Belgien gegen Tschechien halt. Die haben gegen Niederlande verloren, gegen Polen unentschieden, gegen Schottland unentschieden. Wahrscheinlich verlieren wir jetzt, weil ich so großmäulig bin. Nein, wir gewinnen 2:0 durch De Bruyne und Lukaku. Wunderbar, die beiden, die ich neu reingepackt habe, haben direkt mal gestochen. Und wir spielen in der Liga als nächstes gegen Middlesbrough. Das ist interessant. Daryl Lammert ist erleichtert, das ist schön. Und danach geht's gegen Manchester United in der Champions League. Was sehr interessant ist, weil die haben wir gerade erst 3:0 weggeklatscht. Mal sehen, wie das laufen wird dann. Alle fit, würde ich sagen. Aarons geht mal, obwohl Aarons lasse ich nochmal die Chance, weil der, glaube ich, hat Potenzial. Sippel. Kommen wir für Smith auf die Bank. Callum Chambers können wir wieder raufpacken für Romagnoli. Campbell. Ox. Für Oxlade.
Und, ach, Niang haben wir auch noch. Ach du Scheiße. Niang packen wir mal nach oben für Anita und dann rein für De Jong, weil der nicht ganz fit ist, weil der Länderspiele hatte. Wir gucken uns mal kurz den Teambericht an, weil anscheinend ist Geis gestiegen, was mich sehr freut natürlich. Ist jetzt nämlich auf 79, vielleicht ist noch wer gestiegen. Begovic ist mittlerweile auf 85. War auf jeden Fall ein Schnapper. Ja, gut, er ist, ja, um 1 gestiegen halt, aber das ist bestimmt schon länger so. Das ist zwar ein perfekter Deal von mir mit Sané, der hat sich gut entwickelt. Laporte sowieso, bei ihm läuft es noch nicht so wirklich. Geis hat sich tatsächlich hochentwickelt, aber nur Aggressivität, Stellungsspiel und Abfang sind hochgegangen, schade. Stindl entwickelt sich munter weiter. Was hat der? 86 kurz bis 84 lange Schüsse. Also der hat echt gute Werte, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Kabeja entwickelt sich auch munter weiter. Thauvin hat sich auch schon mal ein bisschen weiterentwickelt. Ibrahimovic geht runter, aber das ist ja klar. Benjeda entwickelt sich wieder mal bei seinen mentalen Attributen weiter. Sippel entwickelt sich so weiter. Aarons macht nix. Romagnoli hat Aggressivität dazu bekommen. Campbell entwickelt sich auch so weiter. Der wäre echt ein geiler Silberspieler im Ultimate Team. Naja, hat der 3 Sterne Skills eigentlich? Ah, ne, 2. Okay, dann doch nicht. Chambers entwickelt sich auch weiter. Wunderbar. Niang entwickelt sich sowieso. Das ist auch schön. Draxler langsam, aber bestätig. Mendy entwickelt sich auch schon. Das ist schon mal besser als unser Kurzawa. Castelletto entwickelt sich sogar auch. Das ist auch ganz schön. Chamberlain, naja. Naja, nicht wirklich. Und De Jong, wie immer, mit 92 Schusskraft. Eieiei. So, er spielt nicht, das war klar, wollte ich eigentlich zurückholen, habe ich vergessen. Alto Belli, ja, geht klar, würde ich sagen. Dann gehen wir mal ins Spiel gegen Middlesbrough. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Nach dem Weiterkommen in der Champions League ins Viertelfinale der Königsklasse war nun wieder Liga-Alltag angesagt für Newcastle United und man musste zu Aufsteiger Middlesbrough und wollte hier natürlich als Tabellenführer die Pflichtaufgabe erledigen. Das Ganze sollte aber alles andere als einfach werden gegen den Tabellenletzten, denn der brauchte jeden Punkt im Abstiegskampf, musste sich dementsprechend vor allem vor heimischem Publikum gut verkaufen und die Magpies waren in den letzten Wochen ja sehr unkonstant gewesen, hatten zu alter Stärke zurückgefunden in den letzten Wochen, jedoch musste man das auch erstmal wieder auf die Gegenwart anwenden. Auf der anderen Seite wohl der gefährlichste und beste Spieler im Kader von Middlesbrough. Wenn man sich da mal die Startelf von Newcastle anguckt, ist das eine ganz andere Nummer, aber nur auf dem Papier. Denn sowas muss ja überhaupt nichts heißen, denn über Kampf und Leidenschaft entscheidet sich sehr, sehr viel im Fußball und vor allem in der so kämpferischen Premier League. Wir gucken auf die Aufstellung von Middlesbrough. Heaton, Fredericks, Omeruo, Williams und Damia in der Verteidigung. Nzue, Smallwood, Clayton und Carraiola im Mittelfeld und vorne in der Spitze Puga und der angesprochene Kike. Also eine an sich nicht schlechte Aufstellung, vielleicht nicht ganz Premier League tauglich, aber mal sehen, was diese Mannschaft hier so reißen wollte gegen die Magpies, die mit einer sehr, sehr starken Elf hier antraten. Im Tor natürlich wie immer Begovic. Verteidigung bestehen aus Janmaat, Sané, Laporte und Kurzawa, Geis und Stindl auf der 6. Kabeja, Thauvin, Ibrahimovic und Benjeda in der Spitze. Auffällig, es war die gleiche Elf wie im Champions League Achtelfinalrückspiel gegen Bordeaux. Trainer MGT vertraute also auf die Männer, die ihn ins Viertelfinale geschossen hatten. Und Ibrahimovic wollte heute mal wieder zeigen, wie gefährlich er war. Hatte zur alten Formstärke zurückgefunden, der Topscorer der Premier League bis zu diesem Zeitpunkt. Auch gegen Bordeaux getroffen und heute wollte er auch in Middlesbrough erfolgreich sein. Benjeda, für den galt das Gleiche. Mal sehen, wie sich dieses Innensterne-Stürmer-Duell da legen sollte. Wir gehen in die erste Szene der Partie und die gab es überraschenderweise für Newcastle United über Thauvin. Nach gerade mal 6 gespielten Minuten setzt er sich hier wunderbar durch. Ein klasse Lauf vom Franzosen. Die Flanke ist nicht schlecht. Stindl nochmal mit der klugen Ablage auf Johannes Geis. Der versucht es. Ball geht aber am Tor vorbei. Dementsprechend bleibt es beim 0:0 keine Gefahr für Heat in dieser Situation. Aber dann kam wieder Stindl und zwar diesmal nicht mit einem Pass, sondern mit einem Solo. Macht das hier gut. Über außen hält den Ball an. Klasse Flanke mit dem starken rechten Fuß. Ibrahimovic ist da. 1:0, 14. Minute. Der Schwede mit seinem nächsten Saisontreffer. Das war einfach wunderbar gemacht. Die klasse Flanke von Lars Stindl. Ohne Probleme dann der Kopfball von Ibrahimovic. Viel zu groß und sprungstark für die Defensive von Middlesbrough. Und es steht 1:0 für den Tabellenführer. Und die machten direkt weiter. Die wollten hier direkt das 2:0 auch nochmal sicher gehen. Stindl mit dem Schuss abgefälscht. Da merkte man, die wollten hier richtig viel. Stindl in sehr guter Verfassung in dieser Partie. Und dann kam die erste Offensivaktion von Middlesbrough. Nzue mit der Flanke in die Mitte. Kike ist nicht da. Der Ball kommt auf Carraiola, der verliert den aber. Über Flanken könnte was gehen, denn die Außen momentan nicht so gut drauf bei Newcastle. Damia setzt sich dadurch wieder auf Nzue. Diesmal ist Kike in der Mitte. Sané läuft nach außen. Kike vollkommen frei. 1:1. Jawohl. Newcastle United kassiert das Tor gegen den Tabellenletzten und das vollkommen verdient, denn Middlesbrough machte Druck und Kike in der Mitte vollkommen allein gelassen von Salif Sané. Der muss da drauf gehen, aber trotzdem darf er niemals im Leben den Spanier so allein in der Mitte stehen lassen. Begovic komplett chancenlos, der Ball gegen den Pfosten und rein. Die Fans von Middlesbrough waren aus dem Häuschen. Allerdings ließ sich Newcastle nicht schocken. Auf der anderen Seite Ibrahimovic mit dem Ball auf Kabeja. Der geht in den 16er, macht das gut. Der Schuss mit links und
Ja, der fünfte Schiedsrichter. Es gibt einen Elfmeter in der 42. Minute. Er hatte lange abgewartet, bis der Ball gefangen wurde von Heaton. Im Endeffekt muss man sagen, dieser Elfmeter war gerechtfertigt, aber trotzdem die Entscheidung sehr fragwürdig, weil er das Spiel so lange laufen lassen hat. Hier sieht man Damien ja eindeutig nur in den Mann, der Franzose fällt und dementsprechend ein gerechtfertigter Elfmeter. Trotzdem umstritten und Ibrahimovic mit der Chance, seinen nächsten Treffer zu machen, den Doppelpack zu schnüren, kurz vor der Halbzeit gegen Heaton. Man weiß, wo er normalerweise hinschießt. Wo schießt er diesmal in andere Ecke? Heaton ist nach links gesprungen und es steht 2:1 für Newcastle United. Ibrahimovic mit dem Doppelpack, wie gerade erwähnt. Ben Yedder freut sich da mit seinem Sturmkollegen. Wunderbares Tor vom Schweden, der eigentlich gar nicht so viel zu tun hatte. Es war den Angriff eingeleitet, hatte die Chance von Cabella, aber an sich war der Abschluss eher beim Franzosen gewesen. Hier macht er trotzdem das 2:1 für Newcastle, aber Middlesbrough versuchte zurückzukommen in Durchgang 2:55. Minute, das ist Nzue und der hatte schon das eine Tor vorgelegt, spielt den Ball auf Fredericks und der hat eine sehr, sehr gute Idee, bremst nämlich ab, flankt nicht direkt, spielt den Ball auf Smallwood, der mit der Flanke in die Mitte, da steht Kike, der Ball kommt auf Puga, der Ball kommt auf Clayton und der legt nochmal ab zu Kike, macht das gut nochmal auf Clayton, Clayton unbedrängt, 2:2, was ist denn hier los? Middlesbrough mit 2 Treffern gegen den Tabellenführer und das war viel zu passiv verteidigt da von Newcastle United. Die Magpies lassen den Tabellenletzten einfach spielen, Kike legt mehrmals ab auf Clayton, mehrere Doppelpässe und im Endeffekt der klasse Schuss mit links, hätte wohl er selber so auch nicht erwartet, aber es steht 2:2, Ibrahimovic versteht die Welt nicht mehr, denn das war wirklich überraschend, dass der Tabellenletzte hier so gut spielte, ein sicher geglaubter Absteiger kämpfte gegen den Tabellenführer, allerdings ist Kampf nicht immer belohnt, Kurzawa auf Stindl, Geis, Cabella, Ibrahimovic ist in der Mitte, Ibrahimovic mit dem Kopfball knapp vorbei, fast der Hattrick durch den Schweden und da muss man sagen, er hat sich hier irgendwie eine Angriffsshow geplant, denn alles, was er heute machte, wurde richtig gefährlich fürs Tor von Heaton, auch die nächste Situation, ein Freistoß aus der Distanz, normalerweise sollte das kein Problem sein oder ja, war dann doch ganz schön gefährlich, aber Ibrahimovic bleibt bei seinen 2 Toren, zumindest vorerst, hintenrum spielt er so noch Middlesbrough, die versuchen natürlich das Ergebnis zu halten, wäre ein ja, Riesenerfolg für den Tabellen 20. Aber Aaron sieht das anders, eingewechselt mittlerweile der englische Jamaikaner mit dem Ball auf Ibrahimovic, der gegen Damien im 16er macht das da gut, geht weiter geradeaus, der Pass auf Stindl, Pfosten, Elfmeter, warum der Elfmeter, fragt man sich, diesmal war es Ibrahimovic, der von den Beinen geholt wurde, zwar nutzt Stindl noch die Chance, aber der Pfiff war schon vorher ertönt und vollkommen zurecht die gelbe Karte gegen Richard Smallwood in der 87. Minute, also die Chance für Newcastle hier zu erhöhen auf 3:2 und das vollkommen zurecht, denn er trifft nur den Fuß von Zlatan Ibrahimovic. Und dementsprechend hat der Schwede jetzt die Chance auf seinen Hattrick gegen Heaton. Der zweite Elfmeter in dieser Partie, wird er ihn genau da einschießen, wo gerade eben? Das ist natürlich die große Frage, die sich Heaton stellt. Zlatan Ibrahimovic, Saisontor 21, Fragezeichen, ja, Ausrufezeichen, 3:2 für Newcastle United. 87. Minute, 2 Fehler in der Defensive von Middlesbrough und ein Tor von Ibrahimovic, das einfach seine Klasse beweist. Ja, die sind der Grund hier, dass Newcastle United dieses Spiel gewinnt. Der Tabellenführer bleibt also gegen die Aufsteiger ungeschlagen und dementsprechend, naja, weiter an der Tabellenspitze. Für Middlesbrough wird es immer enger und enger. Zwar gut gekämpft, viele Tore geschossen für ihre Verhältnisse mit 2, aber es hat nicht gereicht, weil Ibrahimovic einen Sahnetag erwischt hat. Die mitgereiste Toon Army natürlich mehr als zufrieden. Middlesbrough lässt die Köpfe hängen. Newcastle Tabellenführer, Middlesbrough weiterhin das Schlusslicht der Premier League. 2 Schüsse und 2 Gegentore, aber der Slatanisator ist on fire, slatastisch quasi, also ganz schlechte Sprüche hier am Start, aber ein 3:2-Sieg im Endeffekt souverän, aber im Endeffekt halt ein Sieg, von daher nicht so wild, wir spielen gegen Manchester United in der UEFA Champions League, ich bin gespannt, ob wir das Hinspiel zu Hause haben werden oder auswärts, ich hätte es lieber auswärts, weil im Endeffekt kann man, wir spielen zuerst heim. Okay, alles klar. Von mir aus auch das. Dann muss ich mich anstrengen. Wir spielen mit Niang auf der 10 für Cabella, wobei eher für Thauvin. Wobei De Jong können wir nicht reinpacken für Cabella. Dann machen wir Thauvin mal ganz raus. Nastasic will gerne spielen. Ich will Nastasic aber ehrlich gesagt jetzt gerade nicht spielen lassen. Ich bringe die aber Chambers für Jammert, weil der nicht gut drauf ist. Nastasic. Ich könnte den natürlich jetzt auf links stellen, aber der kann links nicht. Chambers kann auch nicht links, Sané kann auch nicht links, der kann nur, ne, aber er kann links, okay, dann stellen wir Laporta auf links, wusste ich gar nicht, dass er auch links war, der spielen kann, und Nastasic in die Innenverteidigung, Draxler dafür mit auf die Bank, und dann spielen wir so, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt laufen wird, weil Manchester United ist für mich der gefährlichste Gegner, neben City in der Liga und auch in der Champions League, sind die nicht zu unterschätzen, vielleicht noch das leichteste los, hoffe ich zumindest, aber wir werden sehen, ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Partie jetzt, und bis gleich.
Nach der 3:0-Blamage der Demontierung im Old Trafford wollte Manchester United im Champions League Viertelfinale vieles wieder gut machen gegen Newcastle United. Beide Teams, ja, nicht wirklich überraschend eingezogen ins Viertelfinale der Königsklasse, jedoch gegen sehr schwere Gegner. Newcastle konnte sich gerade so gegen Bordeaux durchsetzen und Manchester United schafft es gegen den FC Barcelona in die Runde der letzten 8. Natürlich heute das Spiel im St. James' Park, das heißt Heimrecht für Newcastle. Das heißt aber auch, wenn ein Auswärtstor fallen sollte, könnte das die Magpies in eine sehr schwierige Lage bringen. Denn wir wissen alle, auch wenn sie 3-0 gewonnen haben, im Old Trafford zu treffen, ist vor allem gegen so eine Weltelf niemals einfach. Die Offensivabteilung mit Di Maria, Chicharito und Robin van Persie ideal besetzt, auf der Bank noch Sanabria, der Nachwuchstalent aus Paraguay, also eine sehr starke. Aber auch Newcastle kann sich nicht verstecken, beziehungsweise muss sich nicht verstecken. Begovic im Tor in der Verteidigung, Chambers für Janmaat reingekommen, Sané, Nastasic und Laporte heute auf der Linksverteidigerposition. Stindl und Geis weiter, Doppel-6 vorne, wurde ein bisschen rotiert, zumindest bei der 10er-Position. De Jong und Young stehen da hinter Ibrahimovic und Wissam Ben Yedder. Die Fans der Red Devils natürlich in bester Laune und die traten hier an mit Lindegaard im Tor. Davor dann Raphael, Johnny Evans als Kapitän, Phil Jones in der Verteidigung, noch neben Daley Blind auf der Linksverteidigerposition. Khedira, Fellaini und Cleverley im zentralen Mittelfeld. Davon der Defensiv sind natürlich Sami Khedira und vorne Di Maria, hinter Robin van Persie und Chicharito. Eine sehr starke Elf also auf beiden Seiten und wir gehen direkt mal rein ins Spiel. Natürlich wollte Manchester United nicht nur wieder Gutmachung, die wollten ja auch das wichtige Auswärtstor, das sie in eine sehr gute Lage versetzen würde. Erste Chance nach 3 Minuten, Di Maria mit dem Ball auf Van Persie, der schießt nicht, sondern spielt überlegt mit der Flanke in die Mitte, da ist Chicharito, der erste Kopfball, richtig gefährlich wurde es nicht für Stefan Begovic, aber der musste erstmals fliegen und es ging direkt weiter mit guten Aktionen der Red Devils. Di Maria mit dem Schuss mit rechts, der schwache Fuß des Argentiners natürlich nicht ganz so stark wie der linke, aber trotzdem gefährlich, und dann kam die erste Szene von Newcastle und die hatte es ebenfalls in sich. Ibrahimovic im 16er macht das da gut gegen die komplette Verteidigung, muss sich gegen Jones aber länger behaupten, kommt dann mit dem Schuss aus dem Hinterhalt, da ist Niang, der den abgewehrten Ball nochmal reinbringt, nochmal geklärt, da ist dann aber Geis, der spielt den auf Stindl, der nach außen zu Laporte, der neue Linksverteidiger mit der Flanke, wieder geklärt, wieder auf Stindl, Stindl kann schießen, abgefälscht, Ben Yedder mit dem Nachschuss, wieder ist Lindegaard da, nochmal Geis und dann ist der Ball letztendlich von Fellaini ins Ausgeklärt. Eine sehr furiose erste Szene hier, die Fans waren also richtig gut in Stimmung und dann kam wieder mal ein Auftritt, den man so nicht erwartet hatte. Ben Yedder gegen die komplette Verteidigung, niemand kann den Franzosen aufhalten, ist das 1:0, jawohl, das ist es, 1:0 für Newcastle United, die Führung durch den Franzosen, und das ist wie in alten Tagen, Ben Yedder wie zu seinen besten Zeiten in den letzten beiden Jahren, mittlerweile in den Schatten gestellt von Ibrahimovic, aber sowas kann der also immer noch, sehr, sehr schönes Solo hier gegen die Verteidigung, und der Abschluss ist dann Weltklasse, Lindegaard ohne Chance, diesen mit dem Außenriss geschossenen Ball zu halten, 1:0, die Fans aus dem Häuschen, denn so sieht es sehr, sehr gut aus bis zu diesem Zeitpunkt fürs Viertelfinale, beziehungsweise fürs Halbfinale der Champions League, es ging weiter auf der anderen Seite, Hernandez mit links, wenn das die Maria gewesen wäre mit seinem starken Fuß, hätte es hier wohl 1:1 gestanden, so bleibt es beim 1:0 für die Magpies. Chambers hier mit dem Außenriss, mit dem Hackenpass, nicht mit dem Außenrisspass. Ibrahimovic mit dem langen Ball auf Laporte. Der spielt den Ball direkt weiter auf 7 De Jong. Die spielten hier richtig schön Fußball. Das Einzige, was fehlte, war immer der letzte Ball. Hier kommt Ibrahimovic nicht ran. Es bleibt beim 1:0. Aber nach der Halbzeit sollte das Ganze besser werden. Ja, Manchester macht ein bisschen auf, spielte aber auch gut nach vorne. Hier steht Laporte falsch gegen Cleverley. Cleverley mit der Chance aus spitz im Winkel. Scheitert er an Begovic. Und wie gesagt, die mussten aufmachen. Dementsprechend Konterchancen für Newcastle United. Der Ball von Ibrahimovic gespielt auf Wissam Ben Yedder. Und er setzt sich wunderbar durch gegen Johnny Evans, macht das klasse im 16er, keiner greift ihn an, 2:0, Wissam Ben Yedder, der Franzose mit dem Doppelpack gegen die Red Devils, und das war verdient, denn trotz dessen mittlerweile Manchester etwas mehr Vorteile hatte in der Partie, war Newcastle stets gefährlich, und durch solche Aktionen von Ben Yedder, ja, sind die einfach viel zu effektiv vorne drin, als dass man sie schlagen könnte. Wunderbares Tor des Franzosen, der kommt wohl wieder ein bisschen in Fahrt, und auf der anderen Seite kommt Fellaini mit dem Ball auf den eingewechselten Sanabria, vorhin angesprochen, der junge Paraguayer im 16er alleine vorm Tor und 2:1. Auswärtstor. Nein, 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 nicht gut für Newcastle United. Der junge Mann, der ehemalige AS Rom-Spieler, macht das da klasse mit dem linken Fuß. Keine Chance für Begovic im Kasten. 2:1, kein gutes Ergebnis. Mit einem 1:0 wäre Manchester also weiter im Rückspiel. Die wollten jetzt natürlich noch den Ausgleich, aber Newcastle musste sich irgendwie wieder in eine bessere Position bringen. 2 Tore Vorsprung wäre schon gut. Kam man durch? Naja, nicht wirklich. Sippel versucht hier mal mit dem Ball auf Ibrahimovic. Der wieder auf Ben Yedder, und der ist plötzlich durch und der hat einen Lauf. Der legt nicht in die Mitte, der schießt selber. Wie in den guten
alten Zeiten versucht das. Es klappt zwar nicht ganz, aber trotzdem sehr gute Szene von Ben Yedder. Dann kommt Sanabria in der 90. Minute. Der Fehler, da ist Niang auf Ibrahimovic und der setzt wieder Ben Yedder ein. Keiner läuft mit, Niang zu langsam. Ibrahimovic nur im Hintergrund, hält sich da wieder gegen Jones. Wieder klasse gemacht, der Hattrick in der 90. Minute von Wissam Ben Yedder. Der ehemalige Top-Transfer, der Top-Stürmer der Premier League. Mittlerweile, wie gesagt, im Schatten von Ibrahimovic, heute nicht. Trotz dessen Ibrahimovic die Tore vorlegt, macht sie Wissam Ben Yedder. Und der macht das mit einer Ruhe und Klasse, wie man sie zuletzt vermissen konnte. Wunderbar gemacht vom Franzosen Lindegaard, ohne Chance. Und es war die letzte Aktion der Partie. Newcastle mit einem 3:1, wieder drei Tore gegen die Defensive von Manchester United. Eine wunderbare Ausgangsposition. Mit einem 0:0 wäre man weiter, mit einem 0:1 wäre man weiter. Und nur bei einem 0:2 würde es eng werden. Das heißt, ein Tor im Old Trafford und man ist schon richtig, richtig weit. Für Manchester heißt es eventuell Abschied nehmen von der Königsklasse. Was ist denn los mit Ben Yedder? Letztes Spiel hat Ibra den Hattrick gemacht, jetzt macht ihn Wissam Ben Yedder richtig, richtig heftig. Ich hatte fast nochmal ein bisschen Angst, als Man United das Tor gemacht hat, aber dann das klasse Tackling da von Sané und das klasse Tackling von Niang und dann haben sie einfach hinten aufgemacht natürlich und dann kam der Konter über den schnellen Ben Yedder und dann stand es halt 3:1. Gut, in der Liga 8 Punkte Vorsprung vor den Spurs, ja, in der Champions League immerhin 2 Tore Vorsprung sozusagen vor Manchester United. In der nächsten Episode geht's dann weiter, mal sehen, wie es da laufen würde. Ich hoffe, dass wir da weiterkommen können in der Champions League und auch gegen Cardiff gewinnen können, damit wir unseren Vorsprung eventuell halten bzw. ausbauen können. Ich hoffe, diese hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.